Harry sagt Hallo und guten Tag, Harry Spezial, und zwar mit dem Hot Rod unterwegs. Dieses Video werde ich jetzt sofort fertig machen und senden. Ein Traum geht in Erfüllung. Wo das Ganze angefangen hat, das zeige ich euch gleich. Wir sind hier unterwegs in der Nähe vom Feldberg Richtung Uesingen. Und ja, alles weitere jetzt gleich in dem folgenden Video. Und lasst euch überraschen. Ich bin auf jeden Fall überrascht. Bis dann. So, das ist die Außenstelle noch. Das war der erste Versuch. Könnt ihr das riechen? Also wenn man ihn noch nicht sieht, aber man hört ihn. So, ich darf dann da mal einsteigen. So, ich mache jetzt eine Zeitreise, oder wir. Vor 15 Jahren etwa saß ich das letzte Mal hier in dem Auto. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Ein Traum wird wahr. Ich habe mir gedacht, ob ich das noch mal erleben werde. Und hier sind wir. Hier sind wir. Und anschnallen müssen wir uns hier nicht in dem Auto. Es hat auch keine Nackenstützen. Hat auch keine Nackenstützen. Gab es 1938 nicht. Ja, jetzt können wir auch vielleicht mal die Geschichte von diesem Auto ganz kurz erfahren. Wie alt ist das Auto? Baujahr 38. Wo wurde es gebaut? Ja, irgendwo in Michigan. In Michigan. Und das war doch eine Filmrequisite, oder? Also der letzte Besitzer von dem Auto, laut Brief oder in Amerika sagt man ja Title, ist der Baron G. Tetzlaff. Hat also mit dem Alfred nichts zu tun. Nicht. Sondern tatsächlich G. Tetzlaff in Wisconsin. Der war der letzte Besitzer. Und da ist das Auto von einem Charlie Heinz gekauft worden. Und Charlie Heinz hat das Auto in 94 bis 98 umgebaut zum Hot Rod. 94 bis 98. Und wo war das Auto dann da? Das Auto ist 99 nach Deutschland gekommen. Zwei Männer aus der Nähe von Nürnberg haben dem Charlie das Auto, was gerade fertiggestellt war, abgeschwatzt für viel, viel Geld. Charlie hat es verkauft, das Auto kam nach Deutschland ohne Probefahrt. Wo die das erste Mal gefahren haben, haben sie gesagt, nee, das wollen wir nicht fahren, das können wir nicht fahren. Und dann stand das zwei Jahre in einer Glashütte. Und dann wurde das Auto am Bodensee verkauft durch einen Händler. Und ja, so bin ich dann drangekommen. An dieses Schmuckstück. Aber wie viele Stunden hast du da ungefähr investiert, bis es jetzt so ist wie jetzt? Too much. Redet man nicht drüber. Aber ich zeige euch das auch mal. Von innen ein bisschen. Ja, schaut mal, alles in Lila. Alles in Lila. Ja, also ich muss sagen, ich freut mich nach so vielen Jahren einmal wieder hier in diesem Auto sitzen zu dürfen. Einfach ein Traum. Ich kann mich noch erinnern, wir sind durch den Elbtunnel gefahren. Ja. Und da habe ich gedacht, da ist eine Explosion. Einfach nur schön. Ja, und das Auto, das hat auch so gute Fahreigenschaften. Ne? Es geht nicht, oder es ist nicht ganz einfach, sowas zu fahren.
hört es auch, er bockt ab und zu mal ein bisschen. Ja, ich muss da einfach noch mal ein Video machen, dann später. Aber jetzt genießen wir erstmal die Fahrt. Es ist kein Schaltwagen, wie ihr hört. Man kann den auch mit der Hand mal schalten, ja. Aber hat hier nur drei Gänge. Braucht man auch bei so viel Hubraum. Hubraum ist durch nichts ersetzt. Außer durch mehr Hubraum. Ja, ich kann mich noch erinnern, wir haben eine Auszeichnung, nicht wir, sondern du hast eine Auszeichnung bekommen. Zwei sogar damals. In Hamburg war das. Ja. In irgendwas mit Feld. Hört ihr das? Das ist jetzt der große Gang, also der letzte. Das der ist letzte, da kommt nichts mehr. Ja, der Harry daheim mit dem Fahrrad oder mit dem Elektroroller und hier mit dem Hot Rod. Ja, dieses Video muss ich separat machen, das nützt ja nichts, sonst wird es zu lang. Ganz einfach, eine kleine Sondersendung, Harry unterwegs, ein bisschen anders unterwegs wie gewohnt und auch woanders. Wir fahren jetzt nach Uesingen. Uesingen, und zwar, wie lange ungefähr dauert so eine Fahrt? 20 Minuten. So, jetzt hoffen wir, dass die Kühe da nicht so arg erschrecken. Nur Fliegen ist nicht schöner. Das ist ja wie Fliegen ist. Sehr bequem. Harry unterwegs. Okay, also eine Lieblingspassage gibt es gleich. Ich glaube, die ist es. Also es schaut alles nur sehr schnell aus in Wirklichkeit. Die ist es. Schrittgeschwindigkeit. Auf einem ganz normalen Level. Gerade die Geschwindigkeit macht es nicht, aber es ist doch mal schön, wenn man sieht oder hört. Es hört sich alles sehr kraftvoll an, sagen wir so. Natürlich in der Ortschaft alles nur das, was erlaubt ist. Die Hupe, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Das geht. Jetzt? Gut, das ist. Das kennt man von The Waltons. Genau. Ja, also ich sage euch, das ist richtig schön. Ein Traum geht in Erfüllung. Nach vielen Jahren einmal wieder. In der lila Pause. Ohne Sicherheitsgurt und ohne Kopfstützen. Und 1938er Baujahr, und da gab es das zweite Rücklicht
vom Auto, hinten natürlich klar, nur gegen Aufpreis. Also das ist eine Zeitreise im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt einen Kreisverkehr hier. Seht euch an, die haben hier auch schon einen Kreisverkehr. War die lila Pause immer lila? Nee, sicher nicht. Nicht. Also keine Originalfarbe, nein. Es gab also da schon Leute, die haben gesagt, also was die Amis schon 38 gemacht haben. Da habe ich gesagt, gute Leute, die hatten auch damals hatten die beige, schwarze und ganz schwarze Autos. Mehr gab es nicht. Ja, wenn man als Fußgänger entgegenkommt, dann sieht das Auto aus wie so ein Schnauferl. Aber sobald man aufs Gas tritt, ist natürlich die Realität zu hören. Ja, jetzt zum Beispiel. Aber es hört sich schnell an, aber es ist nur kraftvoll. Kraftvoll zu beißen. Ja, und was ihr da vorne seht, das ist der Feldberg Usingen. Wir haben noch 15 Kilometer. In 1,3 Kilometer rechts abbiegen auf Usinger Straße. Ja, und das nennt man jetzt Cruisen. Cruisen, hier übrigens die Instrumente, das funktioniert alles. Wir haben auch hier so ein Lichtdisplay, habe ich gerade gesehen. Das ist alles funktionsfähig. Da funktioniert jeder Schalter und natürlich auch jedes Radio. Aber die Musik, die brauchen wir jetzt nicht. Das ist das Naturgeräusch hier, wie der Strand und das Wellenrauschen. Ja, jetzt sind wir dann gleich in Usingen und da haben wir dann auch unser Treffen. Das wird dann wieder ein... Oh, hier kommt ja was raus, schau mal. Ist alles automatisch. Ja, da haben wir unser Treffen. Es ist jetzt der 24.09. 20 Grad. Und ich werde ja dieses Video vorab senden. Ganz einfach, ein Traum geht in Erfüllung. Harry unterwegs und in der lila Pause zum Ausflug. Bis dann. Alles Weitere in der Realität. Morgen früh gibt es den Zusammenschnitt. Das heißt, morgen früh haben wir dann alles vom heutigen Tage bis zum morgigen Vormittag. Ich sage jetzt erstmal, das war's mit Harry unterwegs. Und macht's gut, bleibt gesund. Bis dann.